Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Path of Exile. Wir stehen kurz vor Dominus, dem Endgegner von Akt 3. Und da schauen wir mal, wie das läuft. Dann schauen wir mal, was die hier zur Belohnung haben. Nicht. Nope. Unfortunately. Passiven Punkt. Kann man gebrauchen. Mehr Geschick. Dann hier rüberkommt zum Lebensstuff. Danach dann machen wir hier Berufungsbereich und Mana-Reservierung. Die Auren. Kaiserliche Gärten. Ich werde erstmal die ganzen Quests machen, bevor wir dann zu den richtigen Prüfungen gehen. Die sind dann schon mal ein bisschen heftiger. Da haben wir noch einen Bonus scheinbar. So, öffnet das Zepter Gottes. Was auch immer das bedeuten soll. Bevor wir die Aszendentenprüfung machen, also die richtigen, müssen wir schon so viel XP und Gear wie möglich sammeln, um da halbwegs gut durchzukommen. Besonders die dritte Prüfung habe ich euch schon erzählt. Ist ein übelst heftiger Boss, der übelst Damage macht, und da bin ich echt bestimmt 20 Mal verreckt mit meinem ersten Softcore-Char. Der war zwar ohne Build-Order, also freie Schnauze einfach den ersten Char gemacht. Ja, die Prüfung hatten wir schon. Ich kann das nicht jetzt. Also ich denke mal, mit dem richtigen Bild jetzt, den ich nach Vorlage spiele, wird der Boss sicherlich besser zu machen sein dann. Aber er ist trotzdem heftig, also vielleicht trotzdem erstmal alles ausreizen an XP und Gear, was geht. Weil das ja hier Hardcore ist. Das hier, gepanzerte Zombies. Oh, ein Unique Tresor.
Triple kill. Monster kill. Mega kill. Oh, zwei Uniques gleich. Legendary Drop. Leider zwei Dolche, die wir nicht brauchen. Die Boots sind ohne Leben, das ist mir auch ein bisschen zu riskant zurzeit. Wenn das Ausweichen dann mal nicht funktioniert, dann ist man direkt im Eimer. Das ist nochmal die Flamme von vorhin. Sechs Prozent erhöhtes Leben. Es kommt gerade rechtzeitig. So, erhöhter Monsterschaden 11% und 15% erhöhte Menge gefundener Gegenstände. Passt. Giftfläschchen haben wir auch dabei. Oh, noch eine Silbermünze, geil. Können wir noch eine Prophezeiung uns abholen dann? Can't do this just yet. Echt krass, wie das hier alles weghaut. Mit den multiplen Ballisten noch dazu. So. Wir suchen jetzt immer noch das Zepter Gottes. Mal einfach facetanken. Komisch, dass er gar keinen Dickicht oben droppt. Der hier empfohlen wird zum Craften für Toxic Rain.
I can't do this just yet. Da haben wir was. Ach so, okay. Climb the tower. Ein wahnsinniger König, okay. Sie haben ja irgendwie, die manipulieren die Zeit. I can't do this just yet. Crafting Material. Mit diesen Essenzen kann man auch weiße Items hochstufen, craften. Habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ist jetzt auch nicht weiter notwendig gewesen. Man kann auch sich im Bogen mit den Essenzen und Orbs auf Alchemie dann craften mit plus 2 Gem Level. Aber da warte ich erstmal, bis ich einen Dickichtbogen finde. So Übergangs-Items craften halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Da die Mats gerade am Anfang beschränkt sind, die Materialien. Ich hatte vorhin mal geschaut, 4 oder 5 Alchemie-Orbs habe ich nur. Man kann auch mit den Alterations craften, die plus 1
Oder plus 2 Gem-Level, glaube ich auch. Und Chaos-Schaden über Zeit, was wir hier machen. Kann man auch mit Alterations, also Veränderungs-Orbs heißen die, glaube ich. Auf Deutsch. Machen wir aber alles erst, wenn wir einen Dickichtbogen finden. Jetzt auch schon weiter. Hat schon weh getan, die eine Salve von dem. Alles im Rahmen hier mit dem Damage, den wir fressen müssen. Can't do this just yet. Geht's weiter. The opponent. Ist Wegpunkt. My dear. Das ist der Boss. Wir sind gleich Level up. Mache ich das noch kurz voll, das Level. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen Leben schnappen. Und Game Skills auch passt. Thank you.
10% erhöhtes Leben. Gespannt, wie weit das hier noch hoch geht. Ah, Turmdach, nice. Welcome to the greatest of arenas, duelist. Oh, Dominus. An den kann ich mich noch erinnern. I can't do this just yet. Seen the true face of God, exile. Nightmare prevails. Dritte Phase. Die.
of God! This world is an illusion, Exar. I believe in traveling light. Macht jetzt noch was? Boah, was? Wie viel hatten wir? Wie viele Phasen, Alter? Adrenaline. Ich verlasse mich jetzt wirklich auf meine Ballista-Totems hauptsächlich. Weil die dann einfach auf den ballern können, während ich hier ausweiche. Die Shots, weil der bewegt sich viel, so dass meine Shots jetzt auch gar nicht richtig ankommen. Immer noch die Aura, den zu schwächen. Oh. A just death to address an unjust exile. Wow. I think we're even now, High Templar. Oh, das war ganz schön anspannt. Fernbrand, das ist gut. Upgrade. You have mounted. Of course. Hello. The Feral Lord in the Southern Woods. Fürst der Wildnis, ihr werdet verderbten Tieren im Südwald begegnen und sie erschlagen, okay? Und ihr werdet ein Gebiet mit großen Gruppen Seehexen entdecken, okay? Das klingt auf jeden Fall machbar. Also, wir haben Dominus getötet, Endgegner von Akt 3. Sprich, nächstes Video werden wir dann Akt 4 farmen. Ja, war ganz schön aufregend. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, falls ihr mehr Toxic Rain Videos haben möchtet. Oder zum Beispiel hätte ich auch Lust, mein Minion-Bild zu spielen. Den Zombie-Baron im Speziellen. Falls der euch interessiert, sagt Bescheid. Ansonsten wäre ich erst mal andere Games wie Dead Frontier 2, Dungeons of Edera noch. Da habe ich noch einen Blutmagier vorbereitet. Falls ihr das sehen wollt. Oder was ich mir jetzt geholt habe im Winter Sale. Dark Souls 1 bis 3. Blinde Videos. Also noch nie vorher gespielt. Falls euch das interessiert, schreibt einfach in die Kommentare. Und dann schauen wir uns das an. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüssi.